Ja, hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Let's Play mit mir, Octavian von Octas Gameplay. Und heute sind wir im Euro Truck Simulator 2 in Multiplayer again. Ja, und das ist jetzt die 9. Folge. Ja, und in der 8. Folge, also habe ich ja, die ich heute hochgeladen habe, habe ich ja versprochen, na, dass wir von Bremen starten. Aber ich bin nach Osnabrück gefahren und ich hatte da am Wochenende eine Folge gedreht und ja, es wurde leider nichts draus. Ich bin dann in Osnabrück geblieben. Ich habe gesagt, ich beame mich jetzt nicht mehr zurück nach Bremen. So, ich bin wieder auf den Server 2 gewechselt. Ja, Wochenende, Feiertage sind ja vorbei, sind ja nicht mehr so viele Spieler und ich hatte auch auf den Server 1 gewechselt, aber ihr wisst ja, wenn dann zu viel los ist, dann ruckelt es und eine Ruckelorgie habe ich auch ehrlich keinen Bock, euch das zu zeigen, ne? So, ja, machen wir auch mal den Navi an, so, hoppla, so, ja, okay. Und wir gehen heute und holen uns eine Fracht ab, mal gucken, ne, wo wir uns jetzt und wo wir fahren, ne? Werde ich mal sehen. So, kommt keiner, das ist sehr schön. Das ist sehr schön. So, halten wir an der Ampel an. Gleich kommt hier eine Firma, ne? Wir biegen mal links ab bei Euro Goodies, ne? Bei Euro Goodies fahren wir mal hin, ne? Und holen wir uns eine Fracht ab, mal sehen, was die für uns haben. Ich will ja nicht so weit fahren, weil bei mir irgendwie funktioniert das irgendwie mit dem Frachtmarkt nicht. Ja. So, gucken wir mal, was die für uns Schönes haben. So, Birn nach Milano, dass wir ein, ja, nee, das ist Birn nach Milano, ja, Mailand, ja, ein bisschen weit, Osnabrück. Dijon in Frankreich. Nee, da wollen wir auch nicht hin. Nee, ist nicht so mein Fall. Ja, vielleicht gurken wir heute nur durch Osnabrück. Ich weiß es nicht. Wir werden mal sehen, was hier für schöne Sachen gibt. Und ansonsten fahren wir zu einer anderen Firma. Muss ich mal jetzt sehen. Ne? Ich hoffe, dass wir nicht die ganze Zeit hier rumgurken in Osnabrück. Ne? Sondern dass wir auch mal eine andere Fracht abholen. Ne? Jetzt fahren wir zu Transinet hin. Ja, da wollen wir mal sehen. Vielleicht haben die was Besseres für uns. So, Freunde, ja, Wochenende, Feiertage war auch viel los gewesen. So, wirst du mal endlich grün, Freundchen. Ja, bei mir war viel los. Ja, ich hatte auch, ich sag's auch ungern, ich hatte Geburtstag, ja. Ihr könnt das sowieso auf meiner Facebook-Seite sehen, also ist das egal. Ich hatte Geburtstag am 14. Mai. Ja, 14. Mai, auch der oberste Sternenkrieger, George Lucas, hatte da auch Geburtstag. Nein, ich war nicht bei ihm in Amerika. Schön wär's gewesen, ne? Ja. Ja, da gucken, das hört sich schon mal sehr spannend an. Karlessel, ach, wieder nach Großbritannien. Ja, ich weiß nicht, warum mich da nichts so hinzieht. Ja, ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht, also, das gefällt mir nicht. Ja, apropos meinen Geburtstag, ja, da habe ich, ja, was habe ich bekommen? Ich habe Geld geschenkt bekommen. Und was habe ich mir gekauft? Ein neues Mikrofon, Freunde. Jawohl, ein neues Richtmikrofon von Rode. Ja, man möge mir verzeihen, ich mache keine Schleichwerbung, aber mir gefallen die halt so gut. Und ja, das ist nun mal so und da können sich ja viele ärgern. Ups, da bin ich über Rot gefahren. Naja.
So, dann gucken wir mal, wo wir was finden, so eine frachtmäßig, ne? Ansonsten gurken wir hier durch Osnabrück, ne? So. Ja, eine Fracht nach Bremen wäre nicht schlecht gewesen, ne? Oder, ja. Mal gucken, also. Jo, jo. Der knallt durch. Ah. Wie heißt der? Florina, ja, keine Ahnung, Kroko oder so. Ich weiß nicht, wer da war, aber ist auch egal. Ja. Und da habe ich mir einen neuen Richtmikrofon gekauft, wie gesagt, von Rode. Ja, falls ihr euch fragt, ja, die Soundqualität ist noch nicht so. Ja, Freunde, ich bräuchte noch ein Mischpult und das werde ich mir nächsten Monat erst holen. Weil der gute Richtmikrofon, der funktioniert nur mit einem Mischpult. So wurde mir empfohlen, ne? Ich habe mir das aber bei einem großen Elektronikhaus geholt. Viele werden es auch kennen, ja, die Firma mit C, ne? Und da habe ich mir den Mikrofon da geholt. Hat mich 192 Euro gekostet, ja. Aber hey Leute, Qualität muss man halt bezahlen. Ja, hier keine Fracht. Doch, muss auch Fracht sein. So. Jawohl, hier ist Fracht und wir fahren mal nach Kiel, würde ich mal sagen. Ne? Kiel hört sich doch gut an, ne? 344 Kilometer. Ja, dann machen wir die heutige Folge etwas länger. Hossa, da geht die Post ab. Ja. Und wie gesagt, das wird auch ein. Was? Na, fahr jetzt. Fahr, fahr, fahr. So. Ja. Und wie gesagt, also das wird. Also die Tonqualität auf jeden Fall, die wird sich dramatisch in besseren, noch besser ändern. Ne? Ich weiß, jetzt ist die nicht die beste. Wurde mir auch öfters mal gesagt. Ich danke auch Leuten, die konstruktive Kritik da lassen, also in den Kommentaren, die sagen nicht, hey, deine Videos sind scheiße. Ne? Also die Trolle, die können ja unterm Stein bleiben, die brauchen nicht rausgekrochen zu werden, ne? Also, dass die rauskriechen, ne? Aber konstruktive Kritik ist dankend angenommen und die höre ich mir auch oder beziehungsweise lese ich mir gerne durch. Ne? Ja, Leute, die jemanden beleidigen, also mich beleidigen zum Beispiel, ne? Also die fliegen grundsätzlich bei mir raus. Also wenn du ein Troll bist, verschwinde. Geh unter deinen Stein und sieh zu, wie du klarkommst. Weil du hast eh nichts anderes Besseres zu tun, ne, als Leuten zu erzählen, wie sie spielen. Dein Leben ist sowieso nicht in Ordnung. Du hast irgendwelche Probleme. Du musst es an Let's Player auslassen. Ne? Egal welchen. Ne? Die Großen sind da auch nicht vorgefallen. Ne? Ja, Freunde, und da wollte ich euch. Ja, wie habe ich angefangen mit YouTube? Ja, das ist schon eine Weile her, dass ich angefangen habe mit YouTube. Ich bin. Ja, Octa's Gameplay ist zwar ein neues Kanal. Ihr habt ja gesehen, dieses Walkaround. Ja. Roomtour, wie man es nennen will, habe ich ja hochgepostet vor einigen Tagen. Ne? Ja, ein ganz normales Wohnzimmer bei mir. Ja, wie hat es denn angefangen? Ich bin seit 2008 bei YouTube. Ne? Also, ja, aktiv bin ich seit 2011. Und da habe ich auf einem anderen Kanal angefangen und der Kanal existiert immer noch, den benutze ich auch. Ne? Octavian Dulf 1976, Octavian Dulf zusammengeschrieben, ne? Und Dulf mit
großen D, ne? Ja, und 1976 ja halt mein Geburtsjahr. Ja, Freunde, und so habe ich angefangen. Ich habe angefangen mit Landwirtschaftssimulator zu spielen. Ja, und da habe ich hier viele Videos gedreht. Ich habe Gameplays gemacht. Ja, super, Alter. Du bist ja der Hirsch mit seiner Rundumleuchte. Ja, ja, da habe ich, wie gesagt, angefangen mit Gameplays zu machen. So mit Musik und sowas. Sowas damals in, ne? Und ja, ich habe auch ein sehr erfolgreiches Video. Ja, es ist ich verbuche das unter dem ja, unter ein One Hit Wonder. Ja, also ich habe auch andere erfolgreiche Videos, aber der war der erfolgreichste, ne, von John Deere Tractors nennt sich das, und mit der Musik von John Deere, ja, John Deere Green nennt sich das Lied, ja, und dieses Video wurde tatsächlich, ihr könnt es gerne nachschauen, auf meinem Kanal, ja, tatsächlich 2 Millionen Mal angeklickt. Mein Kanal, also mein altes Kanal, wurde über 3 Millionen Mal angeklickt. Ja, es ist eine Leistung, ja. Ob ich mich berühmt fühle, ich sage nein. Ganz ehrlich, ich fühle mich nicht berühmt. Ich bin nicht jetzt abgehoben, weil ich diese Videos gemacht habe, ne? Ja, es ist schön, dass es so gewesen ist, ne? Aber ich fühle mich da nicht berühmt und ja. YouTube ist für mich immer noch ein Hobby, ne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, in 2 Jahren, ne, da bin ich schon 10 Jahre bei YouTube bei. Ha, eine ganz schön lange Zeit, Freunde. 10 Jahre, my goodness. Ja, letztes Jahr in, ja, ich weiß nicht, wann das genau war, aber letztes Jahr 2015, ne, also, ja, weiß ich, aber Monat und so weiß ich nicht. Da wurde YouTube tatsächlich 10 Jahre alt. Ja, muss man auch bedenken, ne? Ja, 3 Jahre später habe ich meinen ersten Kanal eingerichtet, ne? Ja, damals 2008, da war ich auch noch Zuschauer. Muss ich ganz ehrlich sagen, Zuschauer. Da habe ich hier Sachen geguckt. Ja, was mich halt interessierte, ich bin ein sehr großer Japan-Fan, ne? Und nicht, ja, auch Mangas sehe ich auch gerne, aber ich interessiere mich eigentlich für die Samurai-Kultur, ne? Und ich finde das auch super, ne? Auf YouTube gibt es auch verschiedene Videos zu solcher Thematik, ne? Und ja. Ja, mit wem habe ich da mal gesprochen? Mit Isomachi. Ja, vielleicht, ja, der Name wird euch euch wahrscheinlich nicht sagen, aber Isomachi ist ein berühmter Schwertkämpfer, ja. Man kann ja auch sagen, ein moderner Samurai, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Isomachi, der ist echt ein moderner Samurai. Und ich habe mich auch wirklich geehrt gefühlt, mit ihm mal zu sprechen. Weil manche Leute, die ja berühmt sind, sind manchmal abgehoben. Muss ich ganz auch ehrlich sagen. Einige, nicht alle. Nicht, dass es jetzt heißt, du kannst ja mal an, du bist ja nur neidisch. Yo, da ist da einer. Da Neger, oh Mann. Super rassistisch. Pfui. Pfui. Na? Das wollen wir nicht. Eigentlich müsste man den reporten, ne? Für seinen Namen. Ja, der verwechselt wahrscheinlich jetzt ETS 2 mit GTA 5 oder
hier San Andreas und wie die alle heißen, ne? Ja, da ist der obercoole Macker, ne? Und der macht Pause auf der Autobahn, ne? Ja, so sind sie manchmal. Ja, Server 2, da gibt's immer was zu erleben, ja, Freunde. Lachen ist gesund. Man sagt, ne? Ja, und manchmal aus Versehen kann es ja auch passieren. Gleich knall ich dich, Max Palmer. Mother Idiot. Ja, guckt euch mal das. Guckt euch mal den Honk an, ne? Zack. Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Kann sein. Ich weiß es nicht. Nö, ich habe ihn nicht getroffen. Ja. Wie die fliegen um die Kacke. Aha. Machen wir mal ein bisschen Bremsen für den. Oha. Oha. Oh ja. Ja. Oh, oh. Und der ist so rosa. Oh my goodness. Oha. Hellströms fragt. Ja. Und die Fahnen und die Lagen, my goodness, jawohl. Freunde, das ist Server 2, live und real uncut. Und der quält sich da einen vor und ja, Freunde. Ja. Ja, was sollen wir dazu sagen, ne? Trolls United. Ja, wirklich Trolls United. Ja. Ja, Freunde, und so habe ich mit YouTube angefangen. Im Jahr 2011, da habe ich mit dem Videos posten ja, angefangen, ne? In der damaligen Zeit, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, war mir auch Wumpe, ob ich hier jetzt, ja, berühmt, wie viele Views und sowas. Ich habe das einfach mal probiert, mal ein Video hochzuladen. Der hatte 30 Sekunden gedauert, ja, und ja, das war nicht so, wie soll ich sagen, also es war nichts Besonderes. Ja. Jetzt hat er mich der Honk überholt, ne? Aber jetzt fährt er langsam. Das sind mir die liebsten Leute. So. Naja, ich habe ja den Speedlimiter drin, mir ist auch so wurscht. Braucht da nicht so zu rasen wie die Honks, ne? Obwohl, ja, hätte ich hier den Speed Limiter rausgemacht, wäre die Folge, also wären wir wesentlich weiter angekommen, ne? Ja. Und wir fahren, ja, guckt euch mal an, wir sind ja schon bald in Kiel. Ich hoffe, dass wir gut parken können. So. Einundsiebzig Kilometer, das ist ja auch nicht mehr viel, ne? Ja, und letztes Jahr, als ich hier Octas Gameplay eröffnet habe, ne, da habe ich auch richtig mit dem Let's Playen angefangen und ja, Bandicam auch ordentlich gekauft, ne, weil mein erstes Video, der war mit Fraps aufgenommen, ne, und alle 30 Sekunden musste ich ja halt zusammen, ja, nochmal die Aufnahmetaste drücken, weil Fraps in der Free-Version, ne, funktioniert nur, ja, Freunde, nur 30 Sekunden, ja.
Und ja, da habe ich mir auch ja, letztes Jahr ein Bandicam gekauft, ne? Also weil auch mit Bandicam habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht und deswegen hatte ich mir auch jetzt Bandicam geholt, ne? Und ja, bin ich auch sehr zufrieden. Ihr seht ja kein Wappen von Bandicam da drauf geschrieben, ne? Das ist ja, und auf jeden Fall freue ich mich auf nächsten Monat, wo ich mir den Mischpult kaufen werde und die nötigen Käbelchen dazu, damit ich hier meine Rode-Mikrofon betreiben kann, weil hey, ja, Qualität muss sein, ne? Qualität muss sein. Und ja, ich habe mal mir ein Video angesehen, wie man halt erfolgreicher auf YouTube wird. Gibt's auch zigtausende von diesen Videos, ne? Manche weiß ich nicht, wie man die beschreiben soll. Manche sind gut, manche sind schlecht. Auf jeden Fall bei dem einen Video, den ich mir angeguckt habe, ja, der meinte, ja, ihr müsst gute Tonqualität und gute Videoqualität haben. Ja, und Freundchen, also Freunde, was ist mit gutem Inhalt? Also ihr müsst auch guten Inhalt haben, das ist absolut klar. Ihr könnt auch eine scheiß Grafik haben, wenn ihr guten Inhalt habt, werden euch die Leute zusehen. Wenn ihr nur Schmodder da irgendwas dran klatscht und ohne Lust und keine Ahnung, ne? Auf dem ich habe keinen Bock, ich mach mal eben eine YouTube-Video. Ja, dann würde ich sagen, Freunde, da werden solche nicht viele Leute das sich angucken. Ah, schon wieder rot. Ist ja wunderbar. Aber ich lass mal den Golfi na, vorbeifahren. Na. Der soll seine Fracht abliefern. Keine Ahnung, was er da macht. Mal gucken, wie viele wir hier überhaupt in Kiel sind. Ach, das ist ja nicht viel, ne? Nur drei Leutchen. Ach. Das geht ja sehr gut sogar. Na komm, werd grün. Werd grün. Ja, grün ist die Hoffnung, Freunde, ne? So. Na, endlich. Endlich grün. So, dann können wir losfahren. So, dann gehen wir gleich mal die Fracht ab. Ja, you enter to a city, jawohl. Ja, wir fahren 43, nein, ist ein bisschen langsam so. 48 ist gut. Ja, dann sind wir in Kiel angekommen, ne? So. Mann, diese Ampel, die halten ewig. Ewig, ewig, ewig. So. Ja, manche Leute fahren ja auch über Rot, aber wir wollen uns dann doch an die Verkehrsregeln halten, ja. Es gibt ja manche, die sind ja Rabauken und es gibt ja auch Leute, die fahren vernünftig, auch auf dem Server 2 wohlgemerkt, ne? Das muss man sich reinziehen, ne, dass auch Leute auf dem Server 2, ne, auch vernünftig fahren können, ne? So, dann gehen wir die Fracht ab, ne? So, ich guck mal von draußen so ein bisschen. So, da 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 bam.
Super, ho, 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 ho. Halt an. Hold on, jawohl. Den muss ich jetzt einknicken. So, sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Halt, 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 halt. Nicht so viel, nicht so viel, mein Freund. Nicht so viel. So. Nein. Wollen wir nicht. Ja, da ist einer wieder mit seinem lustigen Lämpchen unterwegs. Jawohl. Ist mir scheißegal, ob du hier einparken willst. Du kannst ja einparken, ist ja Non-Collision Zone. Ja, Freunde, das ist manchmal so. Und mich nervt das, wenn andere hier sind. Schalte deine scheiß Rundumleuchten aus. Ja. Da. Ups, halt, Ossa, was? Ausgezeichnet, ist ja wunderbar. Dann brauchen wir die Pappnase gleich nicht mehr zu ertragen. Und wir verschwinden von hier. So. So, Freunde, das war's auch mit dieser Folge. Ich denke mal, wir werden mal zur Garage fahren nach Kiel, hier. Wenn wir mal gleich angucken, wo die Garage ist. Ich denke mal, diese kurzen Straßen. Ja, da ist die ja. Ha, wunderbar, wunderbar. Fahren wir mal dahin. So, dann habe ich diesen kurzen Stück auch aufgedeckt. So, dann fahren wir zur Garage, holen wir uns die Garage und ich würde mal sagen, dann ist Schicht im Schacht, ne? Und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, ne? So, wir kaufen jetzt die Garage, ne? Ja, wir wollen die kaufen. So, Freunde. Okay. Ja, ist gut jetzt. So, wir fahren jetzt rein in die Garage. Ja, komm, wir rüsten die auch kurz auf. Ne? Wir haben ja Kohle genug. So, Eingabe, Kiel, aufrüsten. Ist doch wohl klar, aufrüsten ist immer gut. Da haben wir Platz. Sehr schön. Ja, Freunde, wie gesagt, ich danke euch nochmal für eure Aufmerksamkeit. Ich bin Octavian von Octas Gameplay und ich bedanke mich herzlich bei allen, die fleißig Kommentare schreiben und Kommentare schreiben werden. Und ihr seid top, die beste Community. Und ja, ich werde auch nochmal ein Dankeschön-Video machen und wie die alle Abonnenten, egal wie viel ihr seid, ich bin stolz, dass ihr bei mir Abo habt und ich bin sehr froh darüber. Ja,
Okay. Und Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ihr kennt das schon von mir, was ich immer sage, ne? Daumen hoch und Abo wäre auch sehr nice. Ich danke euch. Mal und tschüss.